Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video gibt es meinen Lesemonat für den Juni 2021 und ich habe nicht viel gelesen. Ich habe dieses Mal nur 4 Bücher gelesen, was überhaupt nicht schlimm ist. Ich habe es dadurch in diesem halben Jahr, was jetzt dann mit dem Juni zu Ende ist, 45 Bücher geschafft und das ist eine ganze Menge. Aber wie gesagt, im Juni war es nicht so viel und ich stelle euch jetzt sehr gerne die 4 Bücher einmal vor, die ich gelesen habe und erzähle euch etwas darüber. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Das erste Buch im Juni war Be My Tomorrow von Emma Scott. Hier geht es einmal um Zelda, die ja ihre Vergangenheit dabei ist zu verarbeiten. Es sind schreckliche Dinge passiert und sie verarbeitet das Ganze in ihrer Graphic Novel. Sie ist Graphic Novel Zeichnerin und möchte das gerne an einen Verlag bringen und tut sich damit aber gerade noch ein bisschen schwer. Und ja, sie steht jetzt kurz davor, New York verlassen zu müssen, weil sie es einfach nicht schafft, die Miete zu zahlen und bleiben zu können. Und dann trifft sie auf Beckett und Beckett hat mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen, aber Beckett ja, lässt sich dann doch von ihr überreden, dass sie bei ihm einziehen darf und zwischen den beiden knistert es und es ist wunderschön. Und ja, wie gesagt, auch er hat eine ziemlich krasse Vergangenheit und ja, da werde ich natürlich nichts vorwegnehmen, ihr müsst es selber lesen, aber es war einfach nur so typisch Emma Scott, eine wunderschöne Geschichte, die jeder unbedingt lesen muss. Und es war ganz besonders durch die Graphic Novel, an der beide dann zusammengearbeitet haben im Endeffekt. Und ja, ich finde auch richtig schön, dass, wie gesagt, diese Graphic Novel Zeichnungen dann auch in dem Buch drin sind. Und das macht das Ganze besonders. Und ich liebe die beiden und ich freue mich so, so sehr auf die weiteren Teile dieser Reihe. Der nächste kommt im September und ja, ich freue mich sehr. Das zweite Buch war Nächstes Jahr am selben Tag von Colleen Hoover, welches ich zum 50. Mal gefühlt gelesen habe und ich habe es wieder so geliebt und es war sehr schön zurückzukehren nach New York und auch nach Los Angeles, um die Geschichte von ja, Fallon und Ben noch einmal mitzuerleben. Und ich weiß jetzt wieder, wie ich mich damals gefühlt habe, als dieses Buch zu meinem absoluten Lieblingsbuch wurde. Und das für eine sehr, sehr lange Zeit. Und ja, es geht um Fallon, die ja sehr unsicher ist und durch ihre Vergangenheit geprägt. Und Ben gibt ihr zum ersten Mal das Gefühl, dass sie an sich glauben darf. Es geht extrem witzig los, finde ich, mit einer Situation, in der Fallon mit ihrem Dad essen geht und er sagt ihr, sie soll ihre Träume begraben, weil sie wird das sowieso nicht schaffen. Und Ben ja, gerät dann dazwischen und gibt sich einfach als ihr Freund aus und es ist wirklich köstlich, es ist wundervoll. Sehr humorvoll dieses Buch, aber auch sehr tiefgründig, sehr gefühlvoll, absolut zum Weinen und es hat einfach alles, was ein Buch braucht, um sich ja, ins Herz zu stehlen und sich dort seinen Platz zu sichern auf jeden Fall. Und ja, lest es unbedingt. Ich liebe es. Dann habe ich Dark Blue Rising von Terry Terry gelesen und hier geht es ja um Tabby. Und Tabby findet heraus, dass Kate gar nicht ihre Mutter ist, sondern dass sie als Kind entführt wurde. Also sie sind immer von einem Ort zum nächsten geflüchtet, natürlich damit die Polizei die beiden nicht entdeckt. Und das Ganze ist ja sehr mysteriös. Sie fühlt sich zum Wasser hingezogen und die Kate hat ihr immer gesagt, hüte dich vor dem Kreis. Und ja, die Frage ist jetzt, was ist Tabby wirklich? Sie macht dann aber einen Schwimmwettbewerb teil, weil sie wirklich lange unter Wasser tauchen kann. Und ja, es wurde im ersten Teil natürlich noch nicht ganz aufgelöst, aber es war interessant. Ich habe mehr von der Geschichte, ehrlich gesagt, weil ich Terry sehr als Autorin liebe. Aber ja, ich bin gespannt, was die Geschichte halt noch so bereithält. Es hat sich halt am Anfang sehr gezogen, weil es nicht so spannend war. Also diese ganzen Wahnsinnssachen, die dann passiert sind, die kamen dann erst so Mitte, Ende.
Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt einfach mal gespannt auf den zweiten Teil und ja, werde auf jeden Fall weiterlesen, aber es ist jetzt nicht so das ultimative Highlight. Und schon sind wir beim letzten Buch angelangt. Es tut mir sehr leid, der Juli wird besser. Auf jeden Fall handelt es sich um Mit dir leuchtet der Ozean von Leia Coplin. Und hier geht es um Penny. Und Penny wollte eigentlich mit ihrer Freundin zusammen ja, auf Fuerteventura in einem Club arbeiten. Aber ihre Freundin wird krank und mit Krücken lässt es dann sich dann doch nicht so gut in so einem, was heißt Club? Ja, All-Inclusive-Club, stimmt schon, Nadja. Auf jeden Fall, so eine Art Hotel, Restaurant, Bar, Boutique, also da gibt es wirklich alles und ganz viele Stellen, wo die Leute auch arbeiten und genau. Sie trifft dort auf Milo und Milo kennt sie aus ihrer Schulzeit und er war ja so ein bisschen der Einzelgänger, aber auch ja, es gab dann halt so Gerüchte um ihn, weil er nach einem Jahr auch schon wieder abgegangen ist und so weiter. Aber so wirklich weiß sie nichts von ihm. Aber es gab damals einen Kuss zwischen den beiden. Und Gefühle flammen zwischen den beiden jetzt wieder auf. Obwohl Milo eine Freundin hat. Ja, was zwischen den beiden so passiert, das müsst ihr selber lesen. Ich fand es wirklich... Es war wie eine Traumreise, es war einfach zum Wohlfühlen, ich habe es sehr gerne gelesen und ja, es war ein sich wegträumen an einen schönen Ort, ans Meer und ja, ich mochte es sehr gerne. Es war richtig schön für zwischendurch und ich schaue es euch gerne an. Ja, es war toll. Das war mein Mini-Lesemonat für den Juni 2021. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß und ich werde euch die Rezension zu Be My Tomorrow und nächstes Jahr am selben Tag noch einmal verlinken. Vielleicht schaut ihr ja dort noch einmal vorbei und ja, dann geht es jetzt los mit dem Juli. Ich wünsche euch einen wundervollen Monat, einen tollen Lesemonat und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ciao, ihr Lieben!